Hallo und willkommen zu meinem Gamescom-Vlog dieses Jahr. Ich habe leider vergessen, die Unmod vorher zu machen und deswegen werdet ihr eigentlich einfach reingeschmissen in meinen Gamescom-Vlog. Deswegen willkommen und ganz viel Spaß bei meinem Gamescom-Erlebnis 2018. Es ist 5.44 Uhr, hier, da. Ich packe jetzt noch so die letzten Kleinigkeiten wie Schminke, Zahnbürste und so ein Scheiß, den ich morgens noch brauche, ein. Und wir sehen uns dann, glaube ich, erstmal in Köln, nee, in Düsseldorf oder auf der Autobahn wieder, ne? So, wir sind jetzt im Hotel angekommen, schon etwas länger. Es gab noch ein paar Problemchen mit dem Auto, deswegen bin ich jetzt hier erstmal allein. Ich habe erstmal geduscht, es ist mega warm und gehe jetzt einkaufen. So Leute, wir haben es echt reingeschafft. Ich habe das erste Jahr 18er Bändchen. Sehr coole Aktion. Ich weiß nicht, ob ihr mich gut versteht, weil es ein bisschen hallig hier drin ist. Aber wir werden jetzt erstmal reingehen und gucken, wie es ist. Leute, wir haben es jetzt durch sagenhafte 2 oder 3 Hallen geschafft und das auch nur so durchlaufend. Ich weiß nicht, ob es die letzten Jahre irgendwie nicht so krass war, aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es so voll, dass ich überhaupt keinen... Also ich will nicht pessimistisch klingen oder so, aber wenn ich in diese Halle reingehe, kriege ich so instant keinen Bock, da durchzulaufen. Ich habe mir einen Red Bull geholt, weil ich mir dachte, geil, vielleicht was Kühles bei dem Wetter. Sind Außentemperaturen, ist auf jeden Fall nicht kalt. Hello! Sorry, dass der Cut jetzt irgendwie so krass ist. Wir suchen jetzt noch auf jeden Fall was Geiles zu essen. Vielleicht eine Shisha-Bar oder sowas, aber das ist noch so offen. Oh, wow, cool! Ansonsten ist heute, meine Füße sterben gerade absolut. Ich war noch nie, glaube ich, den ganzen Tag so lange auf der Gamescom. Ich bin immer früher abgehauen. Jungs, ich bin unscharf. Hallo, Boy! Leute, ich muss euch jetzt mal meine Story erzählen, warum wir jetzt erst um gefühlt 18 Uhr auf die Gamescom gehen, weil wir schon wieder nach Hause laufen. Also wir sind jetzt hier und werden jetzt auch mal dahin gehen. Wir wollten eigentlich ein bisschen später heute gehen, das war so 16 Uhr geplant, aber jetzt ist es halt 17 Uhr geworden. Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich ein bisschen abgefuckt, weil die Bahn irgendwie 45 Minuten Verspätung hatte. Ich habe mir gestern heute Morgen so ein cooles Stativ gekauft, worauf ich meine Kamera machen kann, damit ich die besser halten kann. Hab es dann zu Hause vergessen. Ja, dann haben wir aber erfahren, dass unsere Bahn erst irgendwie in 40 Minuten kommt. Und dann dachte ich, okay, dann kann ich ja zweimal nach Hause und zurück, wenn die erst in 40 Minuten kommt. Hab mich übel beeilt. Bin durch Düsseldorf gerannt, durch die ganze Altstadt bei 500 Leuten in diesem scheiß Kappa. Und durfte dann, als ich am Bahnsteig zurückkam, Düsseldorfer Hauptbahnhof war, erfahren, dass der Bahn 25 Minuten Verspätung hat. Der Bahn, das Bahn, die Bahn, die Bahn. Lol. Sorry, dass ich gerade so außer Atem bin, aber ich finde es immer so unangenehm, vor den Leuten zu vloggen. Ich bin immer noch nicht gewöhnt daran, weil ich es ja auch gefühlt seit einem Jahr nicht mehr gemacht habe. Immerhin kann ich einmal in meinem Leben entspannt vloggen, weil hier kein Schwein ist. Ist doch geil. Dickste. Ich darf nicht rein. Danke.
auch erstmal vorbei, aber jetzt geht's auf jeden Fall los. Wir gehen in eine Shisha-Bar mit der guten Alexa. Und damit wir uns nicht in der Bahn vollstopfen müssen, habe ich mir überlegt, dass wir uns ein Car2Go nehmen. Ja, und da ist auch schon wieder das gute Stück. Ich bin jetzt wieder zu Hause, auch wenn das jetzt alles ein ziemlich krasser Cut ist. An sich war es eine wunderschöne Gamescom. Ich habe ganz viele coole Leute getroffen, auch coole Streamer, die man nur von Twitch kannte. Ich freue mich auch wieder mal ein YouTube-Video dazu zu drehen. Wenn ich dann einmal ein YouTube-Video im Jahr drehe, dann ist es das Gamescom-After-Video. Abonniert den Kanal, ich will in Zukunft ein bisschen mehr machen. Ich habe mir jetzt auch ein cooles Stativ genommen, womit ich durch die Gegend laufen kann mit. Mal schauen, ob ich das auch durchziehe, aber ich habe es auf jeden Fall vor. Und beim nächsten Video wieder reinschalten. Und wenn nicht beim Video, dann auf Twitch, Leute. twitch.tv/msolimi. Ich packe euch auf jeden Fall den Link in die Beschreibung. Also falls ihr mich nicht von Twitch kennt, sondern noch einer von den Abonnenten seid, die mich von YouTube kennen, dann geht auf Twitch, Leute. Da sehen wir uns nämlich fast täglich. Also haut da rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!